Wie immer reicht unsere Sendezeit gar nicht für alle Themen aus, die in den letzten Wochen von uns ausgesucht wurden. In einem kleinen Blog haben wir noch schnell einiges zusammengefasst zum Stadtmarketing, zum Theaterschiff und zu Le Havre. Vor kurzem traf sich im Rathaus zum zweiten Mal die Arbeitsgruppe Stadtmarketing, die sich über das Netzwerk Facebook zusammengefunden hatte. Bis auf Bündnis 90 Grüne waren wieder Vertreter aller Stadtratsfraktionen dabei. Der Einladung war diesmal auch der Ordnungsbeigeordnete Holger Platz gefolgt, der sich die Ausführungen von Thorsten Maue, Carina Kunze und Jacqueline Strauß interessiert anhörte. Er sagte zu, der Dezernentenrunde das Anliegen der Arbeitsgruppe zu vermitteln. Wie aus dem Rathaus zu erfahren war, wurden dort die Ideen zur Verbesserung der Internetpräsenz positiv aufgenommen. Das Team der Pressestelle soll dazu tätig werden. Im Zuge dessen soll die Arbeitsgruppe einbezogen werden. Derzeit läuft die entsprechende Ausschreibung, für die sich auch die Arbeitsgruppe bewerben kann. Die Sache scheint also auf einem guten Wege zu sein. Lassen wir uns überraschen. Die Nachtschwärmer vom Theaterschiff hatten in den letzten Tagen gleich zweimal Grund zum Feiern. Zuerst galt es, das Jubiläum des zweijährigen Bestehens der Truppe zu begehen. Leider ohne die Marco Polo, denn die weilte beim Evangelischen Kirchentag in Dresden. Passenderweise legte Ruppis Paddeltruppe vom Kanu-Club Börde an und entführte für eine kleine Runde Ulrike Nocker. Der Edelschiffer ein dreifaches Gut, Strom, Gut, Strom, Gut, Strom. Ein paar Tage später wurde mit einem dreifachen Gut Strom der neue Anleger in Höhe des Montego Beach Clubs eingeweiht, diesmal freilich wieder mit Schiff. Heinz-Georg Oette, langjähriger Geschäftsführer der Tourismusmarketing Sachsen-Anhalt GmbH, und sein aktueller Nachfolger Matthias Pöschel ließen es sich nicht nehmen, das Band zum Anleger durchzuschneiden. Vor wenigen Tagen wurde in der Karstadt-Galerie im Erdgeschoss im Rahmen der französischen Kulturtage Francofolie im Beisein von OB Lutz Trümper und des französischen Kulturattachés für Sachsen-Anhalt Christophe de Winter die Fotoausstellung Unbekanntes Le Havre eröffnet. Die Ausstellung ist bis zum 18. Juli zu den Öffnungszeiten des Karstadt-Warenhauses zu sehen. Passend dazu sind im Umfeld der Ausstellung ausgewählte französische Produkte im Angebot, vor allem hochwertige Lebens- und Genussmittel, aber nicht nur. Am besten Sie schauen selbst vorbei.